Die 40-Stunden-Woche ist eine Teilzeitbeschäftigung für Blutarme. Das ist ein berühmtes Zitat von Klaus Kobiol und auch gleichzeitig der Aufhänger von dieser Folge der Alex Rusch Show, gleich nach dem Vorspann. Hier ist die Alex Rusch Show. Für Unternehmer, Selbstständige, Führungskräfte, Vertriebsprofis und alle, die erfolgreicher werden wollen. Freuen Sie sich auf Alex S. Rusch. Hallo, meine Damen und Herren. Wie üblich haben wir jede Woche ein anderes Thema und auch einen anderen VIP-Gast. Heute geht es um die 40-Stunden-Woche oder eben nicht um die 40-Stunden-Woche. Es gibt ein berühmtes Zitat, habe ich vorhin schon mal kurz erwähnt, von Klaus Kobiol. Und ich fand dieses Zitat so gut, dass ich es gleich reinnahm in die Zeitschrift Noch Erfolgreicher in der Ausgabe 04 2015. Das zeige ich mal hier kurz, denn immer wenn etwas Brillantes kommt, nehme es rein. Wir haben immer in jeder Ausgabe ein Zitate-Poster. Schauen wir mal hier. Genau hier. Mal für die Kamera 5. Hier ist es, dieses coole Poster. Und der Mann, der dieses Poster sozusagen gebracht hat, den Satz daraus, ist Klaus Kobiol. Und er ist hier. Eigentlich in der perfekten Welt wäre jetzt hier neben mir, aber von Nürnberg in die Schweiz ist leider etwas zu weit und somit haben wir jetzt halt ihn über Zoom eingespielt. Hallo Herr Kobiol. Grüezi Herr Rusch. Wie lange ist Ihre Arbeitswoche? Ja, ich bin jetzt über 70, ich arbeite nur noch halbtags, etwa 40 Stunden. Ah, okay. Das ist gut. Weil ich finde es eben so spannend, weil viele wollen so wenig wie möglich arbeiten, die Arbeitnehmer, aber auch die Arbeitgeber. Aber am Schluss geht es ja doch wirklich darum, wir müssen viel arbeiten, damit wir auch viel erreichen können. Und wenn wir als Unternehmer jetzt mehr arbeiten als der Mitbewerber, können wir auch mehr erreichen. Was ist so, wie sind Sie ursprünglich auf dieses Zitat gestoßen oder gekommen? Ich bin in einer Branche, Gastronomie, Hotellerie, wo es für keinen Mitarbeiter, auch nicht für einen Lehrling, eine 40-Stunden-Woche geben kann. Denn die Arbeitszeiten bestimmt immer der Gast und nicht ein Chef. Und der Gast, der Kunde, ist übrigens auch der, der die Gehälter zahlt. Und was in der gehobenen Gastronomie nicht geht, dass ein Mitarbeiter nach 8 Stunden zur Gastgeberin sagt, es war schön mit Ihnen bis zum Hauptgericht, jetzt macht die Kollegin weiter. Das können Sie bei McDonald's beim Kindergeburtstag bringen. Also wir sind einfach durch die Branche bedingt immer an längere Arbeitszeiten gewöhnt. Ja, sehr gut. Ja. Aber wenn man jetzt das mal auf andere Branchen überträgt, denn Sie geben ja schon seit Jahrzehnten Seminare. Ich habe bei Ihnen auch schon mehrere besucht. Auch Ferris Bueller hat bei Ihnen schon Seminare besucht und auch weitere Mitarbeiter von unserem Team, die alle total begeistert sind. Und was kann man jetzt sagen bei einer anderen Branche, wo es ganz normal ist, dass man vielleicht 35-Stunden-Woche arbeitet oder in Deutschland sogar 28? Was können Sie denen sagen? Sie sollen heute auf Ihren Grabstein schreiben lassen, ungebraucht zurück. Aber ernsthaft, wir leben nicht in einer Leistungsgesellschaft, wir leben in einer Wirkungsgesellschaft. Und wenn ich an meine schlimmen Zeiten zurückdenke, als ich anfing als Unternehmer mit 22 und ich habe fast Tag und Nacht gearbeitet, 7 Tage in der Woche, und wenn ich blass zur Bank bin und das Konto stand schlecht, hat nie ein Banker gesagt, heute schauen wir uns keinen Kontoauszug an. Und wenn ich 3 Wochen Urlaub habe und ich komme braun gebrannt an den Bankschalter und das Konto steht gut, sagt der Banker auch nicht, Sie sind faul, warum sehen Sie so gut aus? Also es ist nicht die Leistung, die zählt, sondern es ist die Wirkung, die zählt. Und es mag durchaus Branchen geben, wo ich mit einem 8-Stunden-Tag eine erhebliche Wirkung erziele. Aber in Gründungsunternehmen, egal welche Genre, geht's nicht. Da muss ich mir einfach drüber im Klaren sein, dass wenn ich Überdurchschnittliches machen will, muss ich auch überdurchschnittlich viel Leistung bringen. Es gibt ein Prinzip, Nutzen bieten, Nutzen ernten. Also das sehen Sie bei jedem Bergbauern in der Schweiz, je mehr er sät, umso mehr kann er ernten. Und im Geschäftsleben ist es genau das Gleiche. Ich bin voll auf Ihrer Linie. Ich habe ja die Firma auch relativ früh gestartet, den Rusch Verlag, als ich 25 war. Und da habe ich von Anfang an
die 7-Tage-Woche gehabt und von Anfang an eben 80 Stunden, 90 Stunden pro Woche habe ich auch jetzt durchgezogen, die ganzen 24 Jahre, weil eben dadurch habe ich einfach eine stärkere Wirkung. Ich bin stärker im Thema drin, ich kann mehr Ideen generieren, ich kann mehr leisten. Aber viele sind dann skeptisch und sagen, aber Herr Rusch, Sie sind doch so erfolgreich. Warum arbeiten Sie denn so viel? Ist es nicht zu viel? Wird Ihnen diese Frage auch ab und zu gestellt, Herr Kobiol? Ich habe noch nie gearbeitet wegen dem Geld, sondern ich wollte was erreichen. Ich wollte ein Unternehmen aufbauen, was Bestand hat für die nächste und übernächste Generation. Das Geld ist lediglich ein Abfallprodukt, das hinterherkommt, wenn du alles andere richtig machst, das quasi von alleine kommt. Das ist das Abfallprodukt aus dem, was wir tun. Und bei den Menschen, wo das Geld im Mittelpunkt des Tuns steht, das sind die, die die eins haben, weil das Geld einfach nicht zu denen hin will. Und je stärker dieser Drang ist, die Welt zu verbessern, irgendwas zu verändern durch sein Produkt, durch seine Leistungen, umso lockerer und einfacher kommt das Geld von alleine hinterher. Das darf aber nicht die Motivation sein. Eben, also man will eine Spur in der Welt hinterlassen und das sieht man ja auch, wenn man jetzt da nach Nürnberg-Boxdorf geht, wo man ihr Imperium sieht, das auch immer größer wird. Da wird immer wieder Sachen hinzugekauft, Sachen ergänzt. Und kann man sagen, dass das so Ihr Antrieb ist? Ja, wir haben gerade wieder den letzten Bauernhof dazugekauft auf unserer Straßenseite. Also der Schindlerhof geht jetzt von der Hausnummer 6 bis zur Hausnummer 12. Nochmal 5 Gebäude, eins davon aus dem 18. Jahrhundert, denkmalsgeschützt und zusätzlich noch 2000 Quadratmeter Bauland. Also die Weichen sind gestellt für die nächste Generation. Ich finde das super, eben, dass Sie immer weiterdenken, immer mehr machen, sich immer wieder neu herausfordern. Und so ist natürlich auch die ganze Sache spannend für Sie und auch für ganzes Team. Es gibt eigentlich nur 2 Möglichkeiten, Karriere zu machen. Wenn Sie ein junger Mensch sind, dann gibt es die erste Möglichkeit, Sie machen sich selbstständig. Das haben Sie gemacht und ich in jungen Jahren. Und die zweite Möglichkeit, ich entscheide mich für ein wachsendes Unternehmen, in dem ich mitwachsen kann. Wenn sich aber jemand für ein Unternehmen entscheidet, was sagt, wir haben 100 Quadratmeter Ladenfläche, das hat mein Urgroßvater so eingerichtet, das wird auch in 100 Jahren noch so sein, dann könnte sich der Betreffende ausrechnen, dass außer Inflationsausgleich auf der Payroll nicht viel passiert. Ja, sehr guter Punkt, ja. Ich möchte mal kurz etwas zeigen, hier auf der PowerPoint. Hier sieht man Klaus Kobiol mit einem seiner Spielzeuge. Er ist ein großer Autoliebhaber und so sieht man auch immer von einer anderen Seite, denn es gab auch über ihn mal eine Fotostory in der Zeitschrift noch erfolgreicher und zwar in der Ausgabe 02/2016. Die werde ich jetzt auch mal kurz aufschlagen, wo man eben mal sieht, wie er arbeitet, was er tut und eben auch seine Autos. Das ist schon immer ein Steckenpferd von ihm. Herr Kobiol, was können Sie sagen zum Thema Autos? Also das liegt natürlich an meinem Alter. In meiner Generation ist ein Auto noch ein Tool zur Freiheit. Ich kann heute noch staunen, wie mit 18 oder 19, wenn ich wie ein räudiger, wie eine läufige Katze um ein neues Auto rumlaufe und darüber staunen kann, dass ich mir es leisten kann. Das war sicherlich mal der ausschlaggebende Punkt. Und meine Frau erlaubt mir immer 3 Autos und ich suche immer solche raus, die nie Wert verlieren. Also ich habe einen Morgan Plus 8, also einen alten englischen handgemachten Sportwagen. Der ist heute mehr wert, als was er mal gekostet hat. Der Wiesmann Roadster, den wir gerade gesehen haben, bei dem ist es ähnlich. Ich habe noch ein 2CV, also eine Ende mit 28 PS, also der Porsche unter den 2CVs. Mit dem zu fahren ist Meditation auf Rädern. Ah, voll. Ah. Und der zählt aber nicht, weil im Winter habe ich noch eine G-Klasse. Also ein Mercedes, mit dem man die Wände hochfahren kann. Aha. Ich habe es jetzt noch gar nicht in der Ente gesehen. Ja? Fahren Sie die oft? Mache ich auch nur ganz selten in der Freizeit. Und da muss man noch was sagen. Meine Autos müssen ja Geld verdienen. Den Wiesmann Roadster hatte ich 4 Jahre in der Vermietung im Schindlerhof. Der hat zumindest die Kosten voll eingespielt. Den 2CV nehmen wir für Hochzeiten. Auch der spielt seine Kosten mehr als rein. Also da machen wir sogar noch einen kleinen Gewinn damit. Und so haben beide was davon. Ah, brillant. Das ist genau wieder das gute Unternehmertum. Dass man da immer wieder schaut, wie kann man das auch geschäftlich nutzen. Also wie ich jetzt bei mir mit der Villa Rouge, die ich auch massiv nutze, geschäftlich. Und so macht dann alles noch doppelt Sinn.
Genau. Dann zeige ich mal noch etwas anderes hier auf der PowerPoint. Hier ist die neue Ausgabe, die jetzt gerade im Druck ist, die Ausgabe 04/2018 der Zeitschrift Noch Vogeicher. Und da gibt es einen sehr besonderen Artikel, einen Dreiseiter mit dem Titel Auf den Punkt gebracht, mit sehr brillanten Statements von Klaus Kobiol. Da geht es auch um die 40-Stunden-Woche, aber auch um andere Sachen. So seine wichtigsten Punkte der letzten Jahrzehnte, das sollten Sie unbedingt dann genau lesen, wenn die neue Ausgabe herauskommt. Ist einfach wirklich brillant. Also ich wollte eben auch mit dieser Show heute auch eine Art Denkmal setzen für Sie, Klaus Kobiol, denn ich habe so viel von Ihnen gelernt. Ich weiß auch, als ich 2001 bei Ihnen im Senat war und 2003, ich habe so viele Dinge dann umgesetzt für die Rouge-Firmengruppe. Und ich muss vielleicht noch sagen, für die, die jetzt nicht in der Rouge-Welt unterwegs sind, Klaus Kobiol ist auch Autor eines Hörbuches Motivation und Motivation 2 des Rouge-Verlages. Ein brillantes Hörbuch, packend gelesen von einem tollen Schauspieler. Und auch das ist natürlich auch immer gut, wenn man sich so auf diesem Weg dann weiterbildet. Außer man fährt ein Cabriolet, dann ist es ein bisschen schwieriger, wenn man da ein Hörbuch sich anhört. Ja, und gehen wir nochmal zurück so auf diese 40-Stunden-Woche. Also, das ist ja schon ein starkes Thema für Deutschland, weil es geht ja eigentlich immer darum, weniger arbeiten. Und Sie setzen ja dem entgegen. Und ich finde es auch gut. Ich habe ja Ihnen vorhin im Vorgespräch erzählt, in der Schweiz gab es eine Abstimmung, wo die Bürger gefragt wurden, mit der direkten Demokratie, wollt ihr mehr als 4 Wochen Urlaub haben pro Jahr? Und da haben die Schweizer gesagt, nein. Das finde ich eben wirklich brillant, dass eigentlich das Stimmvolk so gescheit ist, weil die genau auch wissen, es wäre schlecht für die Schweizer Wirtschaft. In Deutschland gibt es 6 Wochen Urlaub und eine solche Befragung würde zum Ergebnis haben, dass die Leute sich 7 Wochen wünschen. Und wenn Sie sich anschauen, das Ranking der glücklichsten Länder in Europa, es gibt ja positive Psychologie, Glücksforschung, dann stellen Sie fest, dass nach Norwegen die Schweiz an 2. Stelle steht bei den glücklichen Ländern und Deutschland irgendwo im Mittelfeld liegt. Also wenn jemand mehr Urlaub hat, heißt es nicht, dass er glücklicher ist. Wenn ich das tue, was ich gerne tue, wenn ich davon ja fast berauscht bin, wenn ich Freude habe an dem, was ich tue, dann bin ich ja fast beleidigt, wenn ich eher damit aufhören muss. Und ich habe in meinem ganzen Leben noch nie gearbeitet. Ich habe nur gespielt. Ich habe meinen Kinderspielplatz in Bamberg, wo ich aufgewachsen bin, ausgetauscht gegen einen geileren Abenteuerspielplatz für Erwachsene. Und aus dem Grund habe ich damit kein Problem mit Arbeitszeiten, weil es Spielzeiten sind. Genau, das wollte ich auch noch bringen. Auch dieser Satz eben, der Spielplatz für Erwachsene. Und das ist eben schon auch das Ziel, wenn man eine Firma aufbaut, dass wirklich den Mitarbeitern Spaß macht, dort zu arbeiten, dass sie dorthin wollen, dass sie selten krank sind, dass sie mitdenken. Und dafür muss man halt auch wirklich eine Kultur erschaffen. In dem Moment, wo Sie es nicht mehr alleine machen, brauchen Sie eine Kultur und können andere Menschen einladen, die Freude daran haben, diese Ziele mit zu erreichen. Und wenn das jemand geprüft hat und er findet es gut, dann ist die Zielerreichung für den Einzelnen sinnerfüllend. Und da schließt sich der Kreis wieder. Also wir reden so viel von Sinn im Leben. Ein sinnvolles Leben setzt ja auch eine sinnvolle Arbeit voraus. Und ein Unternehmen kann Angebote machen, die ein Mitarbeiter gut oder schlecht finden kann. Das polarisiert immer. Das polarisiert auch bei uns. Aber wenn er es gut findet, dann ist die Werteverwirklichung auch sinnerfüllend für den Einzelnen. Wir kommen zur nächsten Rubrik. Hallo, mein Name ist Enrico Scheubach, Multiunternehmer aus Luckenwalde und ich möchte mich bedanken dafür, dass ich hier eine Videofrage einreichen darf an den Herrn Kobiol. Herr Kobiol, vor einiger Zeit hatte ich ein Seminar bei Ihnen besucht im Schindlerhof. Das war ein herzliches Seminar, ein wirklich tolles Seminar. Und da hatten Sie erwähnt, dass Sie sich, wenn Sie sich Ziele setzen, halt mit Ihren leitenden Angestellten mehrere Tage lang zurückziehen an eine schöne Location und dort die Ziele festlegen. Danach hatten Sie
Sie gesagt, dass Sie relativ schnell schon Anfang des Jahres sehen, ob Sie diese Ziele bis Jahresende erreichen werden. Und da würde mich mal interessieren, wie Sie das in der relativ kurzen Zeit Anfang des Jahres schon wissen, ob Sie diese Ziele am Ende des Jahres erreichen wollen, ob Sie da bestimmte Zahlen haben oder ob das einfach ein unternehmerisches Gefühl ist, weil bei vielen Branchen es ja doch so ist, dass über diese lange Zeit eines Jahres doch verschiedene Marktsituationen sich ändern können oder ob das eher daran auf Erfahrung beruht, die Sie da haben. Das würde mich interessieren. Ich hoffe auch viele andere. Ich bedanke mich für die Möglichkeit, hier die Frage zu stellen und wünsche einen schönen Tag. Dankeschön. Herr Kobel. Also es hat mehrere Gründe. Der erste Grund ist sehr branchenspezifisch. Wir wissen natürlich schon am Jahresende über die Vorausbuchungen fürs nächste Jahr, wie sich das Jahr entwickelt. Also wir haben im Tagungsbereich und im Hotelbereich ca. 50% der Kapazitäten bereits ausgebucht, bevor das neue Jahr überhaupt beginnt. Also wir haben jetzt keine Samstage mehr frei, nächstes Jahr für März bis einschließlich September für Hochzeiten. Das ist ein Indiz. Ein zweites Indiz ist natürlich die Qualität meiner Führungscrew. Wenn ich 3 Tage lang mit den Jungs und Mädels in Klausur bin, und wir haben ja ab und zu auch mal eine Fluktuation, dann sehe ich einfach auch an der Energie der Leute, mit denen wir die Ziele erarbeiten, mit wie viel Kraft die an die Verwirklichung dieser Ziele rangehen. Es ist uns in den 35 Jahren auch schon mal passiert, dass da, ich sag mal, jemand dabei war, der eher suboptimal aufgestellt war, dann spüre ich auch über den Bauch, das Jahr wird in dem Leistungsbereich nicht so gut. Der nächste Grund, wir machen natürlich regelmäßig im November ausführliche SWOT-Analysen, also Stärken, Schwächen, Chancen, Gefahren, sozusagen ein Polaroid-Foto, wie sieht denn die Gemengelage da draußen aus? Und wir machen auch 9 Felder Portfolio-Analysen, wo wir sehr akribisch die Marktattraktivität überprüfen und auch die eigene Wettbewerbsstellung. Und aus dieser Gemengelage kann man sehr, sehr gut abschätzen, wie das neue Jahr wird. Eine Einschränkung: Meine Branche ist von den 3 Ws abhängig. Wetter, Wirtschaft, Währung. Die Wirtschaft kann ich ein bisschen einschätzen über Analysen. Das Wetter kann ich nicht einschätzen. Und das Währungsrisiko ist Gott sei Dank mit Einführung des Euro nicht mehr so groß, wie das früher mal gewesen ist. Ja, nicht so wie bei den Schweizer Hoteliers, die da mehr Herausforderungen haben. So ist es. Gut, dann kommen wir noch zur nächsten Rubrik. Ich habe ein Statement mitgebracht von einem Kunden aus dem Rouge Shop und er schrieb: Die Produkte des Rouge Verlages sind zwar nicht die günstigsten, dafür aber die qualitativ hochwertigsten. Und egal ob Zeitschrift oder Hörbücher, bisher habe ich immer mehr für mich herausgezogen, als es gekostet hat. Sprich, ich kann alle Produkte des Rouge Verlages vorbehaltlos empfehlen. Röne Dinz, Ulm, Deutschland. Und das ist auch wieder ein guter Bezug zu Ihnen, Klaus Kobel, denn wenn man zum Beispiel in den Schindlerhof geht, ist es ja nicht das günstigste Hotel, aber das Beste. Also wenn ich in Nürnberg bin, gehe ich immer in den Schindlerhof. Und waren bei Ihnen die Preise immer so auf diesem Level? Sie waren immer so, wie wir sie brauchen. Also die Preise sind fair kalkuliert. Mhm. Genau das brauchen wir, nicht mehr und nicht weniger. Und wir arbeiten seit 1984 mit einer Preisgarantie. Also jeder Gast zahlt den gleichen Preis. Bei uns gibt es kein Revenue Management und ähnliche Blödsinn, der aus USA zu uns rübergeschwappt ist und die Branche verseucht hat. Wir machen das nicht. Wir machen unsere Gäste zu Botschaftern der Marke. Das hat den Vorteil, dass wir auch keine klassische Werbung brauchen. Wir brauchen keine Hinweisschilder. Uns zu finden ist der erste Intelligenztest. Wir wollen gar keine Passanten, sondern die kommen alle auf aktive Empfehlung. Und letztendlich geht es darum in allen Branchen, dass man aus Kunden Fans macht. Ein Fan ist mehr als ein Kunde. Und das Statement, das Sie gerade vorgelesen haben über einen Ihrer Kunden, zeigt ja eindeutig, es ist ein Fan. Ja, genau. Es gibt auch sehr viele Rouge-Kunden oder Kunden der Zeitschrift, die sich Raving-Fans nennen, weil wir eben wirklich diese hohe Qualität bieten. Und so können wir es auch nicht sehr günstig machen, denn wir brauchen ja diese Top-Sprecher und diese Top-Grafiker und all die Mitarbeiter, Top-Videoleute und so weiter. Und dafür muss man einfach einen bestimmten Preis dann auch verlangen. Und so hat man dann auch eine tolle Zielgruppe, die man so magnetisch anzieht, die eben Qualität schätzen.
So ist es. Was nichts kostet, ist nichts wert. Genau. Wir haben es jetzt wieder gesehen am Black Friday. Da ist in den USA für 1,7 Milliarden Dollar an einem Tag online bestellt worden. Da haben die Firmen die Möglichkeit, ihren ganzen Schrott rauszuhauen. Ja, ich habe es auch bei mir gemerkt, so beim Posteingang von meinem Outlook, das war ganz extrem, was da alles so reinkam am Black Friday. Ja. Gut, dann kommen wir gleich zur nächsten Rubrik, die auch wieder einen Bezug hat zu dem hier. Auch in der Rubrik Einblicke habe ich etwas mitgebracht, was einen perfekten Bezug hat zu den Inhalten von Klaus Kobiol. Etwas, das ich umgesetzt habe in der Rouge-Firmengruppe, was man sonst nicht sieht in der Verlagsbranche, nämlich die Preisgarantie. Ich kann es natürlich nicht bei allen Verlagsprodukten machen, das geht nicht, meiner Meinung nach, aber bei bestimmten Produkten kann ich es tun, mache ich schon seit irgendwie fast 10 Jahren. Bei höherpreisigen Produkten des Alex Rouge Instituts, bei großen Erfolgspaketen, da haben die Kunden die Garantie, dass niemand einen niedrigeren Preis bezahlt. Nicht mal Buchhändler, nicht mal Autoren, nicht mal Aktionäre, niemand. Ich habe hier so ein Beispiel mitgebracht. Hier das Erfolgspaket, wie Sie mit Systemen Ihre Firma in 31 Schritten nahezu auf Outlook bringen. Ein Produkt, das kostet 1.997 Euro, hat x Sachen drin, da hat es auch Sachen drin, wo Klaus Kobiol auch beteiligt ist. Da bin ich auch mal nach Nürnberg gefahren, um ihn da zu interviewen. Aber das können Sie dann mal selber auf der Website anschauen. Aber jetzt gehe ich mal hier zur Bestellseite. Sehr gut. Der erste hier wird der Preis erklärt mit Audio und mit Text. Und hier steht auch, dass es eine Preisgarantie gibt, dass wir garantieren, dass niemand einen niedrigeren Preis bezahlt als Sie hier. Nicht einmal unsere Mitglieder oder Buchhändler. Sie bezahlen definitiv den Netto-Preis. Und da gibt es auch zwei Varianten, entweder den vollen Preis oder mit Ratenzahlungen. Ja, Sie sehen, Herr Kobiol, wir setzen auch bei uns die Preisgarantie ein. Ist gut so. Und es gab übrigens schon x Leute, die anriefen. Ja, aber Alex, ich kenne dich ja, oder Herr Rusch, ich bin ja Autor bei Ihnen, kann ich das nicht günstiger haben? Aber niemand hat bisher einen besseren Preis bekommen als der Preis, der hier steht. Also muss er auch eisern sein. Also Herr Kobiol, wenn ich jetzt bei Ihnen nächste Woche ein Zimmer buche, könnten Sie mir einen besseren Preis geben? Sicher nicht. Bei uns ist das wie Zähne putzen. Da kann jeder Lehrling am Telefon sein, egal wer gerade dran ist. Die würden die Frage gar nicht verstehen. Also für uns ist Rabatt ein anderes Wort für Verzweiflung. Ja, finde ich gut, finde ich stark. Eben, also muss auch wirklich konsequent sein. Also auch bei uns, also selbst wenn meine Schwester so ein Erfolgspaket haben wollte, sie müsste den vollen Preis bezahlen. Oder sie schenken es ihr. Das passiert mir schon, dass ich mal jemanden an der Rezeption beim Auschecken treffe und jetzt sage ich, musst du mir gerade jetzt über den Weg laufen, jetzt muss ich dich einladen. Aber ich käme nicht auf die Idee zu sagen, du kriegst 10% Rabatt. Nun, Herr Kobiol, ich sehe hier auf dem Countdown, wir sind bereits am Schluss dieser Folge der Alex Rouge Show und wie üblich hat es mir riesig viel Spaß gemacht mit Ihnen. Mir hat es auch Spaß gemacht, aber ich möchte noch was relativieren. Nicht jeder Mensch will Millionär werden. Und der muss dann auch nicht 70 Stunden arbeiten. Und das Zweite, was man sehen muss, wenn eine Frau Kinder großzieht oder vielleicht sogar alleinerziehende Mutter ist, dann kann eine 25-Stunden-Woche verdammt viel sein, um beides unter einen Hut zu bringen. Und da machen wir natürlich auch bei unseren Teammitgliedern einen Unterschied. Wenn wir so eine junge Frau einstellen, dann kann die auf die Minute gehen nach den 5 Stunden, weil sie halt die Kinder von der Schule abholen muss. Da muss man wieder relativieren. Aber was nicht funktioniert, und da gibt es viele da draußen, die wollen Millionär werden, aber sind nach 8 Stunden müde. Das geht nicht. Sehr gut. Das war jetzt ein super Schlusssatz, Herr Kobiol. Meine Damen und Herren, wenn Sie ein Feedback schreiben wollen zu unserer Show, gehen Sie bitte auf alexrusch.com/feedback. Und wenn Sie vielleicht mal die Produkte anschauen wollen, wie zum Beispiel das Hörbuch von Klaus Kobiol, können Sie den Rouge-Shop besuchen auf rougeverlag.com. Und falls Sie noch kein Abonnent sind, der Zeitschrift noch kein Mitglied sind, gehen Sie auf noch-erfolgreicher.com. Man muss immer ein bisschen Marketing machen. Klaus Kobiol ist auch ein sehr guter Markter. Und jetzt zum Schluss auch noch meine Frage an Sie, Herr Kobiol. Wo findet man Sie im Internet? Ja, unter kobiol.de oder unter schindlerhof.de
oder unter glowandtingle.de. Okay, wunderbar. Dann wünsche ich Ihnen weiterhin viel Schaffenskraft, viele Ideen, viel Kreativität und auch eine gute Nachfolgeregelung. Was ja schon der Fall ist bei Ihnen im Schindlerhof, Sie haben ja schon die Tochter im Unternehmen drin. Und da, wir haben auch schon den Enkel drin mit 9. Ah. Der hat schon eigene Visitenkarte. Ah, cool, sehr gut. Ja. Super, dann wünsche ich weiterhin viel Erfolg. Und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir sehen uns dann wieder nächste Woche, Mittwoch um 19 Uhr, in der nächsten Folge der Alex Ruh Show. Bis dann. Tschüss.